Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrader am Dienstag, dem 6. November 2012. Und der Blick auf UUP. Am Wochenende haben wir uns das Ganze im US-Dollar-Index angeschaut und wir hatten hier eine innere Trendlinie gezeigt und hatten gesagt, dass diese innere Trendlinie eine ganz wichtige Trendlinie ist, dass man sie zumindest beachten muss, auch wenn wir hier eine Doppelbodenformation mit der Nackenlinie gebrochen haben und das, was wir hier unten gemacht haben, theoretisch Potenzial haben, nach oben durchzugehen. Gehen und die 200-Tage-Linie aktiviert worden ist. Diese Trendlinie hier etwas unsauber. Widerstand, Unterstützung, Unterstützung sind genau da dran und scheitern da dran und machen heute ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief. Wir haben nach wie vor eine sehr bullische Formation mit der K&D-Linie umeinander geschlungen oberhalb der 80er-Marke. Allerdings die K-Linie ist aktuell bei 94 angekommen. Sie wissen, so alles, was so um die 95 heranläuft, ist dann doch auch überkauft und nicht nur sehr bullisch. Die Frage ist, mit dem, was wir heute an sehr, sehr bullischer Bewegung bei den Edelmetallen gesehen haben und dieser Trendlinie, ob der US-Dollar tatsächlich jetzt noch die Kraft hat, hier an die 200-Tage-Linie heranzulaufen oder ob wir hier an dieser Trendlinie scheitern und zumindest noch einmal zurückkommen werden an die 21,95 und Sie sehen die steigende 20-Tage-Linie und die parallel verlaufende 50-Tage-Linie sind hier unterstützend, bedeutet, das, was ja der Dollar zunächst machen würde, potenziell, wenn diese Widerstandszone halten sollte, das heißt, wir haben hier zweimal Konjunktiv in einem einzigen Satz, dann wäre das immer noch ein Bull-Pullback, wobei man aber sich wiederum klar machen muss, dass wir hier eine sehr bärische Bewegung gemacht haben und alles, was gerade hier zurückkommt, immer noch eine zu groß gewordene Bear-Pullback-Bewegung sein wird. Wenn man sich das Ganze bei Euro-Dollar anschaut, wir sind im Bereich einer Unterstützungszone. Sie sehen diese Unterstützungszone per Schatten hier gehalten und da exakt dran geschlossen. Diese Kerze ist gerade mal 1,5 Stunden alt. Das heißt, wir sind im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone, nämlich der 1,28. Und auch wenn wir unterhalb der 200-Tage-Linie sind, wir haben noch nicht nachhaltig genug per Tagesschluss, kurz verzeihen Sie, hier unterhalb der 200-Tage-Linie geschlossen. Und da gilt es noch abzuwarten, was mit dieser Zone nachhaltig passieren wird, die 1,28 bis 1,2860. Wenn diese Zonen halten sollten und der Euro anfängt zu steigen, dann ist das zunächst einmal ein Bear Pullback. Wobei aber hier wiederum zu sagen ist, dass der Wochenchart deutlich mehr bullisch ist, also dass es bärisch ist. Wir haben zwar diese aufsteigende Trendlinie gebrochen, aber sehr starke bullische Bewegung. Und das ist dann eher immer noch eine Korrektur und wir haben dann immer noch Potenzial, wenn wir über die 20,50er drüber gehen, dass wir eine Fortsetzung dieser Bewegung sehen könnten. Deutlich stärker zeigt sich Euro gegenüber dem japanischen Yen, wobei sich der Euro insgesamt, und darüber hatten wir in den letzten Ausgaben immer wieder miteinander gesprochen, dass der Euro nicht stark ist und dass man nicht unbedingt den Euro spielen sollte. Und lassen Sie mich Ihnen ganz kurz etwas sagen, das ist auch der Grund, warum so viele Analysten von Brokern immer ihnen Euro-Dollar und Euro-Yen und so weiter und so fort zeigen, weil sie auch sehr beliebt sind. Das heißt aber nicht, dass es gerade die besten Assets sind, dass man immer den Euro-Dollar oder den Euro-Yen traden sollte. Leider hatten wir ja gestern keine Forex-Ausgabe, sonst hätte ich Ihnen gesagt, schauen Sie sich das an, hier aufsteigende Trendlinie per Körperkante plus Schattenlinie plus 200-Tage-Linie plus untere Begrenzung dieser Bullenflagge, in der wir gerade dran sind. Interessante Zone, um hier eine Position aufzubauen. Wir hatten zunächst darauf verzichtet, weil noch nicht ganz klar war, was der Markt machen würde und wir schon mit zwei Positionen gegenüber dem japanischen Yen im Trade sind und deswegen wollten wir hier keine zusätzliche Position hier gegenüber dem japanischen Yen aufgebaut haben. Allerdings, man sieht, nachdem hier der Euro eine bullische Reversal-Bewegung gemacht hat und oberhalb von allen diesen Unterstützungszonen geschlossen hat, kommt der Markt noch einmal zurück. Wir haben jetzt für den morgigen Tag eine Reversal-Trading-Position als Swing eingegeben und zwar mit einem Trigger im Bereich der 1,02, also 102,55. Wir würden aber hier 8, 9 Uhr abwarten, ob wir denn da sind. Ansonsten ist das einfach zu unfair, weil die meisten von Ihnen gar nicht die Möglichkeit hatten, sich das anzuschauen und gegebenenfalls eine Position anzunehmen. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier noch einmal zurückläuft und dann aber morgen früh um 11 hier irgendwo um 9 hier oben irgendwo ist bei der 77er Marke, dann werden wir diesen Trade nicht als aktiv zählen, sondern erst, wenn er dann auch in den Morgenstunden im Bereich der 1,0255 sein wird. Stop-Loss ist im Bereich der 1,0175. Das sind also 80 Pips Risiko. Damit sind wir unterhalb der 200-Tage-Linie. Wir spielen aber eine halbe Position und damit sind wir mit 40 Pips bei diesem Trade im Risiko, falls der Markt hier noch einmal nach unten kommen sollte. Ganz wichtig ist, dass Sie sich bitte Folgendes anschauen. Horizontale Unterstützungszone,
Zeichnet er nicht. Zeige ich Ihnen die 100 nur 2,17. Auch ganz interessante Zone, darunter die horizontale Marke. Und wie gesagt, dann runter nochmal die 200-Tage-Linie. Und deswegen setzen wir unser Stop-Loss auch im Bereich der Marke von 100,01,75. Euro britischer Pfund will ich Ihnen nur ganz kurz etwas aus edukativer Sicht zeigen. Wir hatten ja diese bärische Keilformation. Das letzte Mal, als wir ein Video zusammen uns angeguckt haben, war es so, dass der Euro gegenüber dem britischen Pfund stark abverkauft worden war und dann waren wir in einer Bear-Pullback-Bewegung. Und dann hatten wir uns das Ganze im Stundenchart angeschaut und ich hatte Ihnen gesagt, bitte beachten Sie, wir waren hier oben und denken Sie an diese aufsteigende Trendlinie. Und ich hatte Ihnen gesagt, wenn man sich das Ganze hier im Stundenchart anschaut, dann sieht man, dass wir hier eine Stange, eine zweite Stange gemacht haben. Jetzt machen wir eine relativ größere Bear-Pullback-Bewegung. Wenn man diese Bear-Kalformation im Bear-Pullback bärisch traden möchte, muss man das über die kleinere Zeitanalyse traden. Wir kommen raus, kommen noch einmal hoch. Ich kann Ihnen sagen, ich persönlich hatte diesen Ausbruch nach unten nicht getradet, weil das nämlich auch mitten in der Nacht passiert ist. Dann kommt der Markt zurück und schauen Sie das an. Der macht immer höhere Hochs, kommt immer weiter nach oben, kommt genau an diese Trendlinie heran. Und da konnte man diese Widerstandszone über die kleinere Zeiteinheit, sogar über den 5-Minuten-Chart traden. Und dann sehen Sie, zwei Bewegungen macht der Markt nach unten und kommt genau an diese Unterstützungszone heran. Und darum galt es auch hier nicht unbedingt ein Swing zu traden, sondern das Ganze über die kleinere Zeiteinheit zu traden. Und dann konnte man hier ausgestoppt werden, wenn man immer wieder das mit Swings gespielt hat. Das heißt, dass Sie immer wieder Ihr Stop-Loss unter dem letzten Hoch platziert hätten. Dann wären Sie erst heute ausgestoppt worden. Ich habe das Ganze so gespielt, dass ich die eine Position relativ eng gesetzt habe und dann hier rausgeflogen bin und mit der zweiten Position bin ich erst heute aus diesem Short, was man eigentlich über den Stundenchart gespielt hat, ausgestoppt worden. Sie sehen also, Sie können Ihr Stop-Loss immer wieder entsprechend, wenn ein neues High gebildet worden ist, dann Ihr Stop-Loss, wenn Sie Short sind, immer knapp darüber setzen. Das nochmal ganz kurz aus edukativer Sicht. Euro-japanische Yen hat sich hier nochmal dazwischen versteckt. Nehmen wir weg. Und dann kommen wir zu unseren offenen Positionen. Australische Dollar gegenüber dem japanischen Yen gehörte heute mit zu den 5 stärksten Pärchen, wenn man sich nämlich die 47 Hauptpaare anschaut. Und Sie sehen, wir haben diese horizontale Widerstandszone im Bereich der 83,53 gebrochen. Per Tagesschlusskurs, auch wenn wir jetzt diese Unterstützungszone gerade jetzt testen, sehr bullische Formation mit der K&D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er Marke. Wir ziehen unser Stop nur ein bisschen nach oben an die 82,83 und lassen uns Zeit, was diesen Trade angeht. Wir sind zwar noch im Risiko, haben aber auch hier nur eine Drittelpositionsgröße, weil wir, wie gesagt, auch noch mit dem kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier zusätzlich gegen den japanischen Yen long positioniert sind und warten ab. Die nächste Zone Widerstand ist die 84,50. Darüber ist mit einer größeren dynamischen Bewegung zu rechnen. Ich hatte Ihnen, und das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, ich hatte Ihnen gesagt, warum soll ich es Ihnen sagen? Ich zeige es Ihnen, warten Sie, so viel Zeit muss sein. Australische Dollar gegenüber dem neuseeländischen, also gegenüber dem Kiwi. Also, wir hatten hier, erinnern Sie sich, eine sehr schöne bullische Bewegung gemacht und waren dann hier innerhalb der 20- und der 50-Tage-Linie gefangen gewesen. Und dann fängt der australische Dollar gegenüber dem Japan, gegen dem Kiwi sehr stark ausverkauft zu werden. Und deswegen war es auch so, dass es eher wahrscheinlich war, dass wir noch einmal einen Tag eine bärische Bewegung machen und dann anschließend wieder zurückkommen, nachdem wir hier eine bullische Bewegung gemacht haben. Allerdings, der australische Dollar hat uns wirklich positiv überrascht und ist schon am Montag, hat er angefangen, bullisch zu laufen. Und deswegen sind auch hier unsere Positionen gegenüber dem japanischen Yen und dem US-Dollar nicht ausgestoppt worden. Sei es drum. Bullish ist der Markt, er ist schon eine Weile gelaufen mit mehreren Kerzen, mit höheren Hochs und deswegen lohnt sich es nicht aktuell neue Positionen aufzubauen. Wenn Sie hier Bulle sind, nächste Unterstützungswiderstandszone ist die 84,50. Stop-Loss, wie gesagt, belassen wir im Bereich der Zone von 82,83. Wenn wir uns das Ganze beim US-Dollar, also australische Dollar gegenüber dem US-Dollar anschauen, wir sind hier im Bereich einer Widerstandszone. Sehr bullische K&D-Linie umeinander geschlungen, ein steigendes Momentum. Wir bleiben einfach mit unserem geplanten Teilverkauf mit der Take-Profit-Zone bei der Marke von 1,0468 und wir waren ja auch schon fast dran gewesen, dass diese Zone geholt wird. Jetzt machen wir ein Retracement, da würden wir 50% der Position glattstellen. Unser Stop-Loss haben wir nicht nachgezogen, bleibt zunächst einmal im Bereich der Marke von 1,0328. Wenn ich Ihnen etwas kurz dazu sagen darf, diese Position haben wir schon seit dem 24.10. Wir haben das als Swing-Trade angelegt gehabt, allerdings ist es so gewesen,
gewesen, dass wir hier nicht signifikantere Tiefs gemacht haben. Und deswegen kann es auch sein, dass wenn ein Markt in ihre Richtung läuft, dass man dann auch eine Position durchaus länger als Swing Trader behalten kann. Kanadische Dollar, japanische Yen, hier haben wir ein Positionstrading eröffnet und wollen ja auch prozyklisch noch Positionen aufbauen innerhalb dieses aufsteigenden Dreiecks, nachdem hier diese mehrfache Unterstützungszone, aufsteigende Trendlinie, 200-Tage-Linie, horizontale Marke gehalten hatte, hatten wir eine Position aufgebaut. Mittlerweile haben wir per Tagesschlusskurs dieses aufsteigende Dreieck bullisch aufgelöst. Allerdings, Sie sehen diese vielen langen Schatten. Wir werden abwarten, dass wir hier über diesen Schatten drüber gehen, bevor wir eine zusätzliche Position aufbauen. Zumal der Markt jetzt hier anfängt rein technisch gesprochen überkauft zu sein. Die K-Linie ist bei 78. Wir hatten heute auch eine Marke von 80 gehabt. Jetzt kommt aber wieder zurück. Und die D-Linie ist bei 67. Also überkaufter Markt. Zunächst einmal nicht lohnend, zusätzliche Positionen hier aufzubauen. Ebenfalls ein Positionstrading hatten wir eröffnet beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Großes gleichschenkliches Dreieck im Tageschart. Zudem ein großes gleichschenkliches Dreieck im Wochenchart bärisch aufgelöst worden. Und wir hatten versucht, hier diese Widerstandszone zu kaufen im Bereich der Marke von 10015. Wir sind um ein Pip nicht abgeholt worden. Allerdings haben wir, nachdem der Markt zunächst einmal eine bärische Bewegung gemacht hatte und dann noch einmal hier war es nämlich und dann noch einmal hier zurückgekommen ist, hatten wir eine Triggermarke platziert. Wir werden abgeholt. Wir haben hier Potenzial. Wir warten hier ab. Das ist für unserem Dafürhalten eher wahrscheinlich mit dem Wochenchart, dass diese Dreiecksformation bärisch aufgelöst werden sollte, also dass es bullisch aufgelöst werden sollte. Und deswegen lassen wir zunächst einmal diese Position weiterlaufen und passen unser Stop nur ein kleines bisschen an, nämlich an die Marke von 10033, entsprechende Positionsgröße, hätten wir hier dann weniger als 20 Pips Risiko. Aktuell sind es nämlich 57 Pips. Wir haben ja hier keine ganze Position im Markt. Und dann kommen wir natürlich zum Knochenbrecher. Und während bei den anderen Assets sehr viel Dynamik in den Markt kommt, ist es jetzt wieder so, dass hier das Knochenbrecherpärchen nach wie vor hier innerhalb dieser Trading Range gefangen ist. Und Sie sehen, wir haben nach wie vor Widerstand im Bereich der Marke von 80,43. Wenn diese Marke bullisch brechen sollte, dann haben wir immer noch die Trendlinie, die das Ganze nach wie vor begrenzt. Und deswegen sind wir keine großen Fans vom Knochenbrecherpärchen. Durchaus kann nämlich der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen wie hier sehr bullisch verlaufen oder zum Beispiel hier sehr stark nach unten kommen. Aber es ist nicht ganz einfach, dann diese Swings zu erwischen. In der Regel läuft der Markt nämlich sehr, sehr lange in der Seitwärtsphase. Und dann gibt es immer Widerstände abzuverkaufen und Unterstützungen zu kaufen, wenn man sich das traut. Wir haben hier interessantere Trading-Möglichkeiten als hier zum Beispiel die Widerstandszone gegenüber dem US-Dollar für den japanischen Yen abzuverkaufen. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, morgen natürlich wieder das nächste Update, morgen Abend zu den Forexes mit mir. Mein Name ist Hamed Esnaashari alias Wolke P.